damit sollten wir auch die Dinge in den Griff bekommen haben mit der Pest, der Cholera und der Malaria. Würde ich doch noch mal gucken hier. Sekunde. Werkzeugschmiede. Okay, der eine ist schon wieder aufgestiegen. Das sind jetzt wieder Siedler. Da können wir hier auf 45% gehen. Ihr könnt natürlich auch für die da hinten einfach noch eine kleine Kapelle bauen, die ist nicht so teuer im Unterhalt. Dann hätten wir halt gleich wieder mehr Steuereinnahmen. Das kann man eigentlich echt machen. So, dann sagt man hier doch mal. Nö, die würde ich eigentlich ganz gerne so drehen wollen. Oder so. Oder vielleicht. Nee, so vielleicht. Oder warte mal. Könnten die auch wirklich da ins Eck setzen. Oder hier. Also, der Witz ist halt... Also, ich meine, da oben brauchen wir sie nicht, aber hier, da wird man halt da unten relativ viel abdecken. So wird man natürlich die maximal mögliche Fläche nutzen. Das wäre, glaube ich, das Beste so. Brauchen wir natürlich noch Werkzeug dafür. Sollte aber bald kommen. So, dann könnt ihr nämlich auch aufsteigen. So, das andere, das ist noch da. Und der ist schon wieder Bürger geworden. Super. So, wir schauen mal nach den Lebensmitteln. Nahrung ist in Ordnung, Tabak ist in Ordnung, Stoffe ist in Ordnung. Nahrung würde ich ganz gerne, aber noch ein bisschen. Oder macht man den da lieber? So, und dann würde ich ganz gerne mal wieder speichern. Gesichert. Super. Super duper. Ach ja, was ich ja auch noch machen wollte. Ich wollte den Konto aufstocken. Wo? Piraten. Wo kommen denn die auf einmal her? Ist ja völlig überraschend. So, dann würde ich doch mal hier sagen. Ach, das habe ich gar nicht. Hm. Wir können natürlich auch sagen, wir werfen die Waren über Bord. Wie ging denn das nochmal? Ach, im Kampfmenü war das. Die hat ja gar keine Kanonen. Wie kommt denn das?
wird immer lustiger. Also immer seltsamer, also immer überraschender, also immer... Ich weiß es nicht. Also irgendwie... Keine Ahnung. So, dann würde ich doch hier die Flagge wieder runternehmen. Und wir haben wieder Dinge verkauft. Nahrung wächst auch wieder, Alkohol und Tabak. Also das klingt für mich sehr danach, als ob die Leute überall Tabak kaufen. Und weil ich jetzt auch nicht wüsste, wo jemand Tabak braucht. Aber... Ah, 7 Tonnen Alkohol. Alkohol. Das könnte ich ihm ja geben. Dann könnte man da noch ein bisschen mehr Geld machen. So, dann würde ich doch zu dir mal sagen. Route. Zack. Zack, zack. Hier. Alkohol. 10 Tonnen. Ziel wählen. Zack, zack, zack. Alkohol. Und dann fahr doch mal los. So, wie viele Bürger haben wir jetzt eigentlich? Ach, schon so 2 oder 3. Aber 500 ist natürlich noch ein weites Stück. Aber immerhin steigen unsere Einkünfte jetzt ein bisschen. Also wir sind jetzt zumindest bei 55 im Monat. Das heißt, die Kirche könnten wir decken. So, und Eisen hätten wir auch. Das heißt, Eisen könnten wir dem sogar auch verkaufen. Dann würde ich da doch mal meine Handelsroute anpassen. Von Eisen würde ich aber hier maximal 5 Tonnen sagen. Wie viel brauchen die? 12. Wobei die hier selber Zeug haben, aber na gut. Wenn sie lieber Eisen kaufen wollen, von mir aus. So, wie schaut's denn hier aus? Alkohol wurde verkauft, ja klar. Nahrung ist in Ordnung, Tabak ist in Ordnung. Holz habe ich bis zum Abwinken. Werkzeuge krebslich halt so rum. Ich bin echt am Überlegen, ob ich mir nicht noch eine Werkzeugschmiede hinsetze. Hier zum Beispiel. Einfach damit wir schneller mit dem Werkzeug durchkommen. Die wollen natürlich 45% Steuern zahlen. Also eigentlich wollte ich ja eine Aufnahmeunterbrechung machen. Fällt mir da gerade spontan ein. Die Lage ist schon wieder voll. So. Und der Punkt ist einfach der... Wir kommen wirklich mit dem Einschmelzen von diesen Rohmetallen nicht hinterher. Das heißt, ich sollte wirklich... So, was hat der? Was braucht der? Dun, dun.
Ja gut, ich meine, das Verkaufen ist natürlich auch keine schlechte Möglichkeit, aber dadurch kriegen wir halt nicht mehr Werkzeug. Deswegen ist echt die Überlegung, ob wir nicht sagen, hey Junge, jetzt ist erstmal gut. Ich meine, es wird ja immer mehr Eisen bei mir. Und wir setzen uns dann noch ein Ding hin. Im Werkzeugschmiede. Das würde ich echt gern machen. So, jetzt dürft ihr wieder. Okay, und jetzt glaube ich langsam geht's an die Nahrungsreserve. Naja, wir schauen erstmal. So, also eigentlich fällt es mir gerade ein, verkaufen. Okay, den kauft eh keiner. Das ist normaler Preis, das ist normaler Preis, das ist normaler Preis. Die Stoffe kauft eigentlich auch niemand. Gut, Eisen haben wir keins mehr. Das heißt, die Auslastung von dem ist natürlich mäßig. Aber wir haben zumindest jemanden, der regelmäßig Eisen abholt. Und wir horten Eisen nicht mehr auf die... Wie sagt man das? Auf die Tasche. So. Wir verbrauchen es zumindest. So, und dann kann man hier mal gucken. Ich glaube, irgendwann gibt es auch diese Tiefe. Eine Goldmine habe ich nicht. Brauche ich auch nicht momentan. So, ich müsste halt wirklich noch ein paar Siedler. Ich müsste halt wirklich noch ein paar Pioniere bauen. Und ein Bad wollen die ja auch noch. Jetzt halt die Frage, was baue ich zuerst? Die Kirche oder das Bad? So. Bad könnte ich ihnen schon geben. Das würde 60 kosten. Das würde natürlich die Hygiene erhöhen. So. Und was hätten wir dann? Pioniere, die könnten eigentlich auch aufsteigen. Gut, und dann würde ich da sagen, geht es hier auf 45%. Und dann steigen die demnächst auch auf. Und dann müsste ich ihnen eigentlich wieder neue Dinge hinmachen. Und dann würde ich eigentlich ganz gerne mal ein bisschen auf die Kirche sparen. Das Bad können sie von mir aus schon haben. Genau, aber die Kirche, auf die würde ich ganz gerne sparen. Wenn der letzte Mensch da gelevelt ist. Ach, den Kontor wollte ich auch noch ausbauen.
So, und vielleicht sollte ich noch eine Tabakmanufaktur hinsetzen. Weil der Tabak wird offenbar auch nicht schnell genug abgearbeitet. Die Seku. Sag mal, verfolgt der mich? Okay, da hätte ich eine Tonne Eisen, 10 Tonnen Alkohol. So, und die bräuchten eine Tonne Eisen. Und Eisenerz. Das wollen sie selber machen jetzt. Also Eisenerz kriegt er von mir nicht. Das könnt ihr vergessen. Dann geht es ja nur darum, den Preis zu drücken. So, aber ich würde sagen, dann düsen wir doch noch mal nach Hause. Also Alkohol wollt ihr nicht mehr. Ihr wollt nur noch Eisen und Eisenerz. So, und Eisenerz habe ich selber aber auch nicht mehr. Das brauche ich selber. Das heißt, den Handel mit dem würde ich abbrechen. Eisenerz kriegt ihr von mir nicht. Das Holz kann über Bord geschmissen werden. Das ist mir egal. Und den Alkohol würde ich eigentlich wieder zurückgeben. So. Tschüss und tschüss. Dann fahr nach Hause. Und dann kannst du da auf mich warten. Dum, dum, ba-da-da-da-da-da. So, dann schauen wir mal nach der Kirche hier. So, dann würde ich euch mal nach oben tun und euch mal nach oben tun. Und dann müsste... Okay, das ist noch ein Siedler. Aber ansonsten habe ich eigentlich nur noch Bürger. So. Dann kannst du eigentlich dahin. Das Holz. Ja. Kann ich ja dann machen. Ach, apropos. So. Da fällt mir ein, ich wollte ein Päuschen machen. Da, 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 da. So, jetzt wollen wir mal gucken. 1, 2, 1, 2. So, dann würde ich doch mal sagen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, und dann müsste hier ein Weg runtergehen. Da kommt ein Kai hin. Okay. Und die wollen alles an Steuern zahlen, was möglich ist. Ich brauche die Leute halt. Weil sonst komme ich nicht auf meine 500 Bürger. Dann können wir da unten eigentlich auch noch welche reinsetzen. So. Zack. Und zack. Und da passt keiner mehr hin. Aber hier können wir noch welche hinmachen. So, und die Frage ist halt jetzt, ob das dann mit den Lebensmitteln noch reicht. Ja, das wird jetzt kritisch, glaube ich. So, dann würde ich da doch nochmal sowas hinsetzen. Na, da nicht. Ich sollte hier ums Eck expandieren, glaube ich.
So, aber das schauen wir uns dann mal an. So, und da kann ich noch eins, zwei, drei. Habt ihr noch Bedürfnisse? Nein. Bei euch ist alles gut, das ist gut. So, und den da müsste ich eigentlich auch abreißen können. Ja. Dann kann da nämlich auch noch eine Hütte hin. Zack und zack. Und wir haben auch wieder 5 Cent gespart. So, und den da müsste ich eigentlich auch abreißen können. Zack, wir speichern. Gesichert. Und dann kannst du eigentlich wieder Ruhe geben. Und ihr habt wieder Spaß mit Mars. So, Steine werden es langsam wieder ein bisschen. Fischen geht auch. Wir können mal gucken, wo ich einen Marktplatz hinsetzen könnte. Da könnte ich einen Marktplatz hinsetzen. Oder hier. Oder da. Ich glaube, das wäre sinnvoller. Genau. Da wäre sinnvoller, weil ich dann nicht ins Gehege mit der Dings komme. Mit der Schaffarm. Und dann könnte man hier sogar so drehen und dann hätten wir noch ein bisschen weiteren Blick. Super. Für den Anfang nicht schlecht. So, ihr geht wieder auf 45. Ist ein bisschen schade, dass man sich das nicht merken lassen kann. Aber gut, so ist es halt. So, ich würde dann jetzt aber wirklich nochmal kurz speichern. Und dann auch wirklich eine Aufnahmepause machen, weil es schon 7 ist und ich heute noch, wie gesagt, eben so. Ich muss ja noch eine Kleinigkeit kochen und noch jemand abholen und ja. Spielstand gespeichert. Super. So. In diesem Sinne wünsche ich euch auf jeden Fall eine tolle Zeit. Und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahmesitzung von Anno wieder. Bis dahin. Cheerio, gehabt euch wohl und auf Wiedersehen.